Ja, du darfst anfangen. Ja, den André und die Carina haben wir durch unsere Hochzeit kennengelernt, beziehungsweise den André, die Carina haben wir ja später kennengelernt. Und zwar deine Bekannte, ne? Ja, Maria Fiebig. Wir haben schöne Fotos von ihrer Hochzeit gesehen und dann hatten wir sie mal angeschrieben und da hatte sie uns André empfohlen. Und des Weiteren, als wir bei Weber, ne? Bei Deko Weber, in der Halle Drowe. Genau. Da war auch noch ein Kärtchen von André in so einem Paket mit drin. Und ja. Und dann haben wir uns auch nach einem Gespräch eigentlich ziemlich schnell für André entschieden. Es war eigentlich direkt klar, dass wir ihn nehmen, weil er einfach als Person sehr offen und locker ist. Und wir haben kein Problem gesehen, dass wir schüchtern vor der Kamera sein würden. Ja, beim Familienshooting, da war auch besonders viel Kreativität und Geduld erforderlich bei unserer Emma, als der André hierher kam. Ich war noch nicht fertig, Jakob musste noch gestillt werden, Emma hat geschrien. Es ging drunter und drüber. Und wir haben dennoch fantastische Bilder bekommen, selbst bei dem Bild, wo beide schreien, sieht das einfach nur toll aus. André ist hier rumgehüpft mit einer roten Clownnase und hat irgendwelche Kuscheltiere durch die Luft geschmissen. Und das war schon sehr beeindruckend. Eine Decke hat darunter gelitten. Genau. Die Fotos sind sehr, sehr gut angekommen. Und ja, vor allem Schwarz-Weiß-Bilder finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Teilweise aber haben die Leute ja auch bei den Bildern, die wir online gestellt haben, gefragt, na, habt ihr das wieder bei André Claire gemacht? So tolle Bilder. Wir würden André und Carina auf jeden Fall zu 100% weiterempfehlen. Da weiß man garantiert, die Bilder werden toll sein.